Ja, meine Lieben, hallo und willkommen in 7 Days to Die, Friends, mit Xyra on Tour. Ja, hi, ich war mal wieder auf der Flucht. Mit dem Valkyrie. Hallo. Mit einer stöhnenden Zombrine und einem klopfenden Zombie. Oh. Und mit natürlich meiner Wenigkeit. Natürlich, die darf ja nicht fehlen. Ja, aber du könntest tatsächlich mal rumkommen, weil da kloppen uns nämlich hier gerade die ganzen Friends. Wer denn? Wo denn? Hinten, wo? Richtung sagen. Nord, Ost, Süd, West. Westen. Am U. Westen. Müsste. So. Ja, ist der im Haus oder was? Nein, der ist außerhalb. Hier ist er. Im. So, du. Wieso kann der mich denn da hauen? Jetzt mal ehrlich. Und ich kann nichts machen. Jetzt geht's. Ich hab Honig gefunden. Braucht noch jemand? Ja, ich hab. Ich glaube, der ist stinkig auf mich. Dieser blöde Hund, ich bin stinkig auf dem. So, oh, ich muss was trinken. So, mal eben wieder reparieren hier. So. Okay, so. Woodlock Spike. 3, 4. Gott, haben wir es. 4, 5, 6. So ein blöder Hund, so ein blöder. Wer röchelt denn hier noch? Also ich röchel nicht. Und ich höre es nicht. Habt ihr die Knochen von den Zombies mitgenommen? Wo sind die denn? Weg. Gut. Dann husche ich jetzt mal einmal eben hier rüber rein. Alter Schwede, hier war aber jetzt ganz schön beim Einbußen. So. Ja? Jo. Aber richtig. So. Können wir die auch wieder wegnehmen? Oh, schön. Ja, gut, dass ich eben noch ein bisschen Metall gesammelt hatte. Wir haben noch 5.000, 6.000 Metall unten. Ja, ich hätte jetzt. Geht doch einfach mal runter, alle in die Mine und guckt euch das mal an, was wir da haben. Weil ich sag's ja jede Folge. Nein. Ich liste das immer auf, aber irgendwie realisiert das, glaube ich, keiner von euch. Also ich hatte jetzt einfach nur das deswegen gesagt, weil ich keinen Bock hatte, runterzulaufen. Ja. 5, 6. So, okay. Den Honig, den schmeiße ich jetzt dann unten mit drin. Ich sag, den Honig, den schmeiße ich dann jetzt unten mit drin. Das wird dann die Mitte. Hast du die oben in der Kiste oder hast du die ganz oben in der Kiste? Also draußen oder hier ganz in der unten. Oberen? Also du meinst jetzt die Frames. Achso, die Cobblestone Frames, die sind hier draußen. Mit dem Cobblestone? Nee, da hast du vorgestanden. Aber also ich glaube, dass der... Den nehme ich mit. Aber ich würde sagen, der Bunker ist nicht sauber gesetzt. Warum? Also ich habe ihn ja genau dahin gesetzt, wo du das aufgezeichnet hast, weil das nicht symmetrisch ist. Auf der einen Seite ist da, wo der Stacheldraht entlangläuft, genau die Mitte der Rebar-Frames. Auf der anderen Seite ist es die Außenkante. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Aber abreißen tue ich den jetzt auch nicht nochmal. Weil der ist schon ausgehärtet. Das mache ich nicht. Da glaube ich, habe hier vorhin. Nee, brauchst du auch nicht. Aber ich meine, wir hätten dort, wo der Stacheldraht hergeht, sollte die Mitte quasi sein. Ja, auf der anderen Seite ist es die Außenkante vom Haus. Und genauso hat das ist auch richtig. Hast du das auch gebaut. Ja, das ist ja auch richtig. Den verstehe ich nicht. Warum sollte das denn bei dem einen Fenster die Mitte sein, bei der anderen Seite die Außenkante vom Haus? Weil das eine die kurze Wand ist und das andere die lange. Das Ding ist 7x7. Wo ist denn da eine kurze und wo eine lange Wand? Nein, ich meine hier von dem U. Ich muss mir gleich nochmal angucken, was du jetzt genau meinst. Kannst du mal raufkommen, weil ich wollte jetzt das zweite bauen. Ja, bau den jetzt so wie dem ersten, dann haben wir das wieder symmetrisch. Das ist doch nicht das Ding. Das ist doch nicht das Problem. So, ich sehe gar keine Cobblestone Frame hier draußen. 1, 2, 3. Doch, die sind da drin. 6. Bin ich da. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, lass mich mal. Ich dachte jetzt schon, die sind irgendwie oder so. Also nehme ich an, du wolltest aufwerten. Ich werde aufwerten. So, jetzt müssen wir nur gucken. Das hier ist ja der Boden. Beziehungsweise die Decke. Ne, dieses Holz hier. Ja. Okay. Das heißt,
da gehen wir da schon so. Einer immer. Ja, und dann ist die Frage, wie wir das mit den Fenstern machen. Ha. Wieso? Wollen wir? Ach so, hier ist ja... Hier kommt ja auch eine Wand hoch, ne? Nee, kommt hier gar nicht. Hier kommt eine Wand hoch, ja. Ja, da kommt ja. Hier ist ja der Flur und dann kommt hier ja auch noch eine Abtrennung zu den Zimmern. Das heißt, hier kommt schon mal gar kein Fenster rein, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Ja, wäre logisch. Warum hast du die ganzen Frames hier wieder weggenommen? Weil ich vorhin stehen musste. Ich mach hier neue. Warte. Nein, ganz ruhig. Achso, ja klar, ganz genau. So. Ruhig. Und dennoch, genau. So, dann passt das ja wieder. Kann ich die denn schon aufwerten, die Cobblestone Frames, die jetzt da drin sind? Ja, aber nur eine Stufe. Nur eine Stufe, ja. Ja, es sei denn, du hast auch Beton, eins, dann kannst du zwei, einen oder beziehungsweise eine Reihe auch in zwei Stufen aufwerten. Nee, ich habe nur Cobblestone. Damit wir uns mal angucken können, was besser aussieht, und weil das... Das Beton in der ersten Stufe ist halt so ein gräuliches. Das sieht so schlecht auch nicht aus. Und ich glaube, das könnte auch ganz gut dazu passen. Da müssen wir einfach mal schauen. Okay, so. Was hast du denn da? Ich versuche den jetzt genauso asymmetrisch zu bauen. Ach so. Ja gut, aber das sollte das kleine Flügel sein. Ne? Aber ist dann vielleicht halt nicht so schön, ne? Mit dem Stacheldraht dann, ne? So von der Idee her. Müssen wir mal gucken, aber es wäre jetzt auch doof, hat ja wahrscheinlich alles wieder abzureißen. Hat ja wahrscheinlich einen praktischen Sinn. Nee, aber dann muss ich ja die anderen nicht falsch bauen. Also ich setze es jetzt gerade, aber vielleicht guckst du mal eben vorbei. Ja, mache ich gerne mal. Also, ja, dann hat man halt einen, also ist die Frage, lieber hat man einen kaputten als vier, ne? Aber ich baue die auch gerne alle vier so. Nur dann müssen wir die komplette Stacheldrahtumzäunung mal überdenken. Weil ich denke mir mal, dass die bei dir keinen optischen, sondern praktischen Grund hat. Ja, und jetzt gerade hat sie, höchstens noch einen optischen Grund, aber was Praktisches kann da nicht bei sein. Ja. Dann mach es. Guck sie an. Anders. Also, ja, ich bin sofort guck da. Sie es an. Ich wollte Nicole gerade ein bisschen was zum Aufwerten geben, während ich zum Eingang laufe. Oder wir ziehen halt 6 Reihen mehr Stacheldraht oder sowas. Dann geht das auch. Oder mehr Spikes oder sowas. Nein, jetzt muss ich mal gucken. Na, Spikes wären auch nicht schlecht. Ich bin ja gleich da. Kann sich nur um Stunden handeln. Ach, so lange doch nicht. Da ist er schon. Siehst du nicht mal ein Stündchen? Jetzt muss ich erstmal hier gucken, was du hier meintest. Also hier kriegen wir das Stacheldraht. Ab die Mitte. Und dort eben nicht. Genau. Ist eigentlich komplett falsch an der Stelle, ne? Wenn du jetzt siehst, was ich meine. Ja. Nee, warum eigentlich? Also ich sei denn, weil du sagtest lange und kurze Seite, also vielleicht ist das ja auch so beabsichtigt von dir, aber also eigentlich sollte der Stacheldraht immer in der Mitte sein, ne? Hier kommt ja der Stacheldraht, wo ist er denn, der Weltquai? Ja, am anderen Ende. Kommst du mal zu dem einen? Ich sehe es ja von hier. Ich kann ja von hier aus. Nee, kannst du von hier aus leider nicht sehen. Weil okay. Ich um die Ecke laufe. Und da siehst du ihn leider nicht. So, ja, hier läuft der Stacheldraht. Genau, und der wird ja hier komplett durchgezogen. Ja, bis hier. Das heißt fast komplett. Na, und da wird es ja bis hier, der Eingang wird freigelassen, dass wir in den Eingang reinlaufen können. Und hinter dem Eingang geht es weiter und dann wird er durchgezogen. Ja, okay. Mhm, ja. So. Ja, ja. Ja. Ist das schon wieder ein Kreicher? Aber es ändert trotzdem hier auf der Betonwand und nicht im Fenster. Das ist richtig. Und ich wollte hier nur noch mal direkt hier vorm Bunker. Da sollte ja noch mal zwei, hier direkt vorm Bunker. Da sollte ja noch mal zweimal Stacheldraht, einmal so um den Bunker. Da kann man natürlich welchen hinlegen. Aber warum läuft das hier so schön in die Mitte und da drüben nicht? Also das ist von dir geplant oder das hast du dich einfach verbaut? Das wäre jetzt einfach nur, weil das... Von der Gesamtoptik her, glaube ich, besser ausschaut. Weil eben hier diese kurze ist und auf der Seite hast du die lange Wand. Und ich glaube, dann sieht das von der Gesamtoptik her halt besser aus.
Hier geht es ja dann so, auch. Oh, also, ja, okay. Der Stacheldrahter geht ja von hier aus auch dann auf dieser Seite nochmal einmal um den Bunker rum. Ja, auf dass wir Bereiche. Den einmal um den Bunker herumlegen können, ist klar irgendwie. Aber ja. Dieses, dass du aus dem Fenster guckst quasi und einmal den schönen langen Stacheldrahtweg runter guckst, geht halt auf der einen Seite jetzt nicht mehr, logischerweise. Ne? Ja, das muss man ja auch nicht aus dem Fenster. Da will ich ja gar nicht unbedingt auf den Stacheldraht gucken. Das ist die Höhe. Moment. Aber jetzt weißt du, wie es gedacht war, ne? Ja. 1, 2 und das ist doch auch die Höhe. Ja, dann passt das doch. Alles klar. Habe ich überhaupt noch... Nee. Was brauchst du denn? So. Zement. Oh, damit kann ich leider nicht dienen. Tut mir leid. Ich brauche Zement. Zement? Zement, ganz viel Zement. Ja, das bräuchte ich mir hier gleich mal so ganz wenig erstmal zum Ausprobieren. Ich brauche Trinken vor allen Dingen. Ich bin gerade am Verdursten. Ich habe schon ein Wellness wieder verloren. Ich habe es nicht mehr mitbekommen. Also ich glaube hier, das sieht zwar so ganz nett aus, aber ich glaube tatsächlich, das sollten wir mit der ersten Betonstufe machen. Müssen wir mal gucken. Ich trinke mich jetzt satt, bis ich auf 100 bin. Wir haben auch nichts mehr zu essen hier, ne? Kann das sein? Wir müssten eigentlich noch Bacon und Eggs da haben. Fünf Fleisch haben wir noch, das war's. Und ich frage mich... Die sind nicht gebraten. Kann man ja eben machen. Hier oben sind auch noch 8 Fleisch. Oder habt ihr noch eine andere Essenskiste? Ich bin jetzt gerade in der Mitte des Hauses. Ja, hier oben sind auch noch mal die Kiste, die ihr temporär gestanden hat, hier oben. Da sind auch noch mal 8 Fleisch drin. Aber ich frage mich jetzt gerade, warum ich immer noch verseucht bin. Ich habe da eben Honig gegessen. Haben wir ein Campfire irgendwo? Ja, unten im Gang. Ja, echt? Ja, ich lass dich sogar vor. Gegenüber den Kisten. Das mal rein eben. Dann koche ich das Fleisch mal eben. Gegenüber den Kisten haben wir das Campfire. Ach, das ja. Ah, da sind auch noch 6 drin. Schön, okay. Was wollte ich denn hier jetzt? Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt nochmal einen Honig probieren. Ihr habt 500 Holz reingepackt ins Campfire. Ja. Das reicht für 1,5 Stunden, ne? Ich bin nicht schuld. Nein, das bin ich mal wieder schuld. Wie ich halt so bin. Warum packst du da so viel rein? Also, weil ihr sagt immer, ja, wir müssen noch Holz holen. Klar, wenn man irgendwie 500 Holz verfeuert am Campfire. Ich mache das eigentlich. Was dann 90 Minuten läuft, obwohl es nur 30 Sekunden gebraucht hätte, ist natürlich klar. Bei Fleisch und solchen Geschichten warte ich, bis fertig ist, und dann mache ich das Campfire wieder aus. Ich habe bei mir, in meinem Spiel, habe ich da immer meine 3000 drin. Ja, gut, aber ich fahre nicht aus. Dafür kann ich jetzt aber nichts. Ich habe ja das Fleisch auch nicht mal reingeschmissen, glaube ich. Glaube ich. Das ist, ja, wenn er das jetzt aufnehmen würde auf Video, dann könnte man natürlich mal gucken. Aber so ist natürlich schwierig. So, Weber, nochmal 72. Und nochmal 72. Passt. Warum lässt du da jetzt spalten? Für Fenster. Aber ich bin jetzt noch nicht so sicher, ob ich die so haben möchte. Weil wir hier die Aufteilung noch gar nicht kennen. Zement brauche ich. Das heißt, wir sollten das hier noch gar nicht machen. Das können wir erst machen, wenn wir hier oben eine Aufteilung haben. Oder was meinst du? Ja, wenn wir hier unten wissen, wie die Räume aussehen, ne? Genau das. Wie lang ist Zement denn hatten wir aber oben noch. Die Wand. Bitte, was meintest du, Wer? Nee, ich spreche nur mit mir selber. Ach so. Nee, ehrlich jetzt gerade. So, Zement. Zementmix. So, jetzt müssen wir die Wand in der gleichen Höhe noch ziehen. Mix. Wenn ich nicht irre. Nee, müssen wir gar nicht. Wir brauchen die doch eigentlich nur bis hier unten, die Wand. Also nur bis hier. Oder sehe ich da was falsch? Darüber brauchen wir die Wand doch gar nicht. Nee, darüber kommt ja dann auch noch der Boden. Wir brauchen hier ja auch noch die Aufteilung, weil das ja auch noch in zwei Zimmer aufgeteilt wird, die Länge hier. Warum in zwei? Naja, können weil wir machen, aber jeder ein Zimmer bekommt. Pro ja, Seite. Dann ist es ja ganz klassisch. Na ne? Quasi so. So und so. Doch, wir brauchen. Wo hatten wir eigentlich unseren... Ach, wir haben eine Wüste gefunden, ne? Oder? Ja. Hatten wir, ne?
Ich Weil wir glaube bräuchten auf jeden Fall nochmal Sand. Sonst wird es schwierig mit ja. Beton. So ist das richtig, ne? Aber wir können das doch auch einfach so machen. Es wird ja schon wieder dunkel. Warte. Ich muss kurz die Frames finden. So. Und dann eine Tür hier, dass man hier den Wood Frame rausnimmt und eine Tür hier, dass man direkt vom Flur da reinkommt, ohne noch einen Gang. Das können wir auch machen, aber Aber dann wenn wir ist das dieser Raum machen. hier einmal zu groß. Also es Nein. müsste dann halt noch halbiert werden ordentlich, aber vom Grundgedanken Ja, her. gebe ich dir auch recht mit. Wir müssen hier sowieso. Haha. Nee, warte mal. Aha. Die. Und. Jetzt muss ich. Nee, und der muss weg. Ah, genau, guck mal. Wenn wir das nämlich jetzt so haben. Ups. Dann passt das nämlich hier mit der Fenster. Jetzt will er aber dann nicht weggehen. Oh, habt ihr den schon mal zwischendurch gewertet gehabt? Es gibt doch nichts Schöneres als Beton, nasser Beton im Mondlicht. Vielleicht nenne ich die Folge so: Nasser So. Beton im Mondlicht. Well entdeckt seine romantische Seite. Ja. Naja. Ja, wobei, nee, du hast recht. Wenn man das so wegnimmt. So, und dann da die Wand durchzieht. Einmal so rüber. Dann passt das nämlich hier wieder mit Fenster. Und hier müsste dann jetzt so ein Scrapframe rein. Jo, Nee. da haben wir Stimmt ja gar noch. nicht. So, da müsste ein Scrapframe rein, weil hier dann eine Wand hinkäme. Genau. Ja, dann haben wir hier auch die Aufteilung. Sieht auch eigentlich einigermaßen gleich groß aus. Ja, und hier, wo ich das Loch gelassen habe, müsste auch ein Scrapframe rein. Ja. Haben wir alles noch unten. Ja. Und dann haben Dann wir. werde ich hier schon mal mit Holz, ja, werde ich hier schon mal auf. Und dann machen wir auf der anderen Seite quasi das Gleiche. Genau, und zwei Türen mache ich da noch rein. Ja. Wollen wir die Türen hier so nebeneinander machen? Also, dass eine Tür hier hinkommt und eine dann direkt hier? Ja, aber immer noch so einen Block dazwischen lassen. Dann sieht das immer hübscher aus, als wenn du es direkt hier so Also, dran hast. hier. Ah, das Ja, wird noch reichen. quasi hinter der Kiste. Zeig dir. Hier. Hier. Das würde ich mal so denken, ja. Gut. Dann müssen wir die Kiste gleich noch leeren. Und auf der anderen Seite quasi das gleiche machen. Ne? So. So, die. Was hatten du? So. Ue? Aue. Was ist denn Ue? Ich habe mir den Kopf gestoßen. Oh. Und warum machst du das? Ich habe nicht geguckt, wo ich hinspringe. Die Decke war ein bisschen weit unten. Okay. Und das sag ich als kleiner Mensch. Also, das hat Ach schon so, was und zu jetzt mal. Oh. Da hätte mich der Baum fast angegriffen hier. Hirsch, oh, wir brauchen unbedingt einen Crossbow, ey. Geht gar nicht. Ja. So. Wir müssen irgendwie noch einen Ausflug machen, ne? Irgendwohin. Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wir müssen echt mal einen Loot-Ausflug. Oder hatten wir überhaupt schon mal einen größeren Loot-Ausflug? Nee, Also nur einen kleineren. Also außer kleinere. diese Sterbegeschichte von Avonmir da in der Stadt. Ich würde das jetzt nicht Sterbegeschichte nennen. Die Das Frames, Hundefiasko. die sind richtig so oder bist du noch am probieren? Ne, ich meine, hier wäre jetzt richtig, ne? Ja, würde ich auch Hier wäre sagen. jetzt diese Wand. Und hier ist ja dann schon in der Decke. Genau. So. Ja, gut, ich Demnach werde hier erstmal müsste das weiter so richtig sein. auf. So, auf jeden Fall haben wir dann hier klar. Ich habe jetzt hier nochmal die Cobblestone-Frames rausgenommen, damit wir hier die untere Reihe eben schließen. Was ich am Überlegen bin, Nicole, Ja. das ist keine Doppelton-, zwei Block hohen Fenster zu machen, sondern nur ein Block hohe Fenster, von wegen altes Haus und dementsprechend kleine Fenster. Müssten wir nochmal gucken. Oh, ich sehe, da hinten hast du einen Frame vergessen aufzuwerten. Guck mal an. Oh nein, Ja. Schwarzarbeit. Ganz so schlimm.
Das ist einer dieser Eggframes, wo man nur von draußen dran kommt. Den hast du wohl irgendwie. Ja, gut. Ich glaube, da sind noch zwei. Die wollte ich dann später davon ausmachen. Und die untere Reihe wollten wir uns einmal angucken mit Concrete? Oder was hast du schon gesagt? Nein, eine kleine Ecke. Also wir haben ja eine Wand schon komplett zu. Mhm. Ja? Und da würde ich vorschlagen, da gucken wir uns so eine kleine Ecke mal an, wie das dann mit Concrete aussieht. Sonst würde ich jetzt... kann ich das herstellen? Komm. Konkret kannst du nur herstellen, wenn du Zement in der Tasche hast. Und Steine. Und das Ganze auch, glaube ich, schon... Und Sand. Und Sand. Ach, Sand war das, genau. Ja, deshalb brauchen wir auch Sand. Wir haben keinen Sand mehr. Ich habe den gerade verbraucht. Doch, 237 Sand könnte ich noch abgeben. Ja. Aber wir kriegen die Türme... Wir kriegen unsere Türme... auf gar keinen Fall fertig. Ich gucke mir jetzt erstmal... Nee, also, mit dem Sand, was wir haben, kriegen wir sie nicht. Wir brauchen noch mal mindestens 2000 Sand. Gut, ja, wir haben eine Wüste in der Nähe. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Oder den Betonmischer, weil Steine ja, aber auch. Moment, jetzt will ich erstmal ins Haus gehen und gucken, was ihr da so gebaut habt. Das würde ich mir ganz gerne noch mal eben angucken. Ach, noch eigentlich gar nichts. Ach klar, ich sehe das doch. Tu doch nicht so. Ich sehe auch, dass was gebaut ist hier. Das ist, wird mir jetzt, also kannst mir nicht vorenthalten, wenn das so auffällig ist. Hier ist doch was passiert. Hier ist doch mal, irgendwas ist doch anders hier. Wo kommen die phänomenale Beleuchtung überhaupt her? Weil ich da jetzt erstmal temporär, damit wir hier was sehen, schon was hingepackt habe. Moment. Ich fand es aber auch schön, muss ich sagen, als der Cobblestone noch hell war. Wie in der Wüste damals. Ja, also da... Oh, wir kriegen hier Besuch durchs Fenster. Wir kriegen... No. Schmeiß ihn raus, der ist nicht eingeladen. Das Fenster ist quasi noch in Schritthöhe, ne, bei ihm hier, ne? Ich bin ja gleich sowieso oben, wo ich hin wollte. Ist er noch da? Auf? Ja, klar, der steht auch wieder auf, aber ich komme jetzt gerade nicht an ihn dran. Wo ist er denn, Digga? Ja. Hallo. Jetzt steht er, glaube ich, gleich... nicht mehr auf. Doch, klar. Das ist wieder, ja, das ist wieder unser Möchtegern, Bruce Lee. So, jetzt steht da nicht mehr auf. Jetzt bleibt da unten. Wofür ist die Reihe Frames hier außen? Das ist jetzt einfach nur unser Gangweg. Die nehmen wir wieder komplett weg. Ja. Quasi das ist nur unser Steg zum Draufgehen beim Aufwärmen. Ach so, ach, das ist nur ein Arbeitsgerät. Okay. Genau. Genau. Ja, okay, gut, dann... Dann gucke ich mich doch mal mit um hier hin. Das ist doch schick geworden. Genau, mach mal einen Abschlussgang zur Folge, zum Folgenende. Ja, mache ich auch gerade. Mhm. Ich gucke gerade, eine Decke wird eingezogen. Das sieht doch so aus, ihr plant doch hier schon einen zweiten Stock ein, ne? Oder nicht? Ja, also, der ist schon ein, der ist schon drin. Schon dabei. Hm. Ja gut, jetzt haben wir die vergessenen Friends auch aufgewertet. Wie schön. Ich finde es echt nett gemacht, aber ich brauche noch Foto, so. Ja, bei dem Cobblestone, deswegen brauchen wir auch ein bisschen Beton. Da hinten siehst du ja schon eine Zugewand. Und an dieser Wand würde ich ganz gerne mal die erste Schufe vom Beton ausprobieren, weil das sieht eher nach Rauputz aus, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und das würde ich hübscher finden als den Cobblestone. Wie gesagt, nicht die zweite, die erste Stufe halt, ne? Die zweite Stufe ist ja die ich da jetzt habe, dadurch, dass ich die Rebars genommen habe, ne? Sehe ich das richtig? Richtig. Ich weiß gar nicht, wie die erste Stufe vom Beton aussieht. Aber Rauputz könnte natürlich auch, das wäre dann natürlich auch heller, ne? Ja, das ist so ein dunkles Grau, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Das ist ein dunkles Grau. Aber ich finde das, ich glaube, das ist besser, als wenn wir hier den Cobblestone reinlegen, weil das einfach mehr nach Putz aussieht, als das, was wir jetzt hier drin haben. Ich habe da nur... Bedenk mal, wenn du die erste Betonstufe weghaust, also als Zombie zum Beispiel, dann wird da drunter kein Cobblestone sichtbar, dann ist der Block weg. Und ich kann mir vorstellen, dass die erste Stufe Beton von daher instabiler ist. Ist jetzt aber ein bisschen geraten. Ich hatte da mal was in den Kommentaren, aber ich habe es gerade nicht parat. Ich kann mir vorstellen, dass Cobblestone stabiler ist als die erste Stufe Beton. Du denkst gerade an der falschen Ecke. Du denkst gerade an der falschen Ecke. Wir sprechen davon, wo jetzt der Cobblestone ist. Ja.
Nicht genau. Tiefer, sondern ja, und was soll da oben Zombie hinschauen? Ach so, ja, okay, das ist dann ja nur optisch, hast du recht, ja, okay. Ja. So, und dann irgendwann hat er nämlich seine Basis damit mal schön gemacht, erst mit Cobblestone, und hat sich dann gefreut, weil er es aufwerten konnte gegen Beton. Und dann hatte er aber nur so viel, dass die erste Stufe da ist. Und dann hatte er irgendwie statt 3000 Haltbarkeit oder so plötzlich nur noch 1000. Oh, ärgerlich. Etwas. Nur ein wenig. Aber ich werde dann in der nächsten Folge den Sand holen gehen, damit wir dann auch, ne, ein bisschen schick machen können. Ja, und dass wir uns einfach mal angucken, wie das Ganze denn ausschaut. Außerdem sieht man hier dann auch mal wieder ein bisschen was anderes. Das stimmt, dann könnten wir eigentlich einen Gruppenausflug machen, ne? Ja, in der nächsten Folge können wir machen. Also, es ist dann zwar Hordentag, aber so viel bereiten wir ja gar nicht dafür vor, ne? Oder? Wir haben jetzt schon Hordentag, ne? Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt die Folge beenden. Sonst haben wir das gleiche Problem wie ich beim Sturm. Ja, vor 0 Uhr müssen wir raus. Hast du recht, okay. Ja, also Beeilung. Ja, okay, gut. Dann stimmt, da hat Abo absolut recht. Dann verabschieden wir uns. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Teilt es auf unseren Social Media. Schaltet die Adblocker aus. Ja, das wäre auch schön. Und ich brauche eine neue Maus. Immer und dann noch. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Richtig. Genau. Also. Okay. Bis dahin. Bye-bye. Tschüss. Und tschüss.